Soldaten, Abmarsch, fröhlich in den Krieg! Verdammt, jetzt singen Sie schon wieder diese schrecklichen Nachbarn. Ich wünschte, ich wäre taub. Alles niedermachen bis zum... Liebe Familie, ich bin ein schrecklicher Versager. Ihr seid besser dran ohne mich. Wenn ihr das liest, liege ich schon in meinem kühlen Grab. Ich kann euch nur trösten mit den Worten, die mir mein Vater hinterließ. Sei standhaft, duldsam. Na, Sie kleiner Racker, vor einer Schneeballschlacht habe ich mich noch nie gedrückt. Smithers, ballern Sie meine. Mit Vergnügen, Sir. Von dem Blizzard am schlimmsten heimgesucht ist die Ortschaft Springfield. Unser Reporter Arnie Pye ist dort vor Ort. Es ist total verschneit. Wo man hinsieht, ist alles weiß. Und im fliederfarbenen Höschen mit einer Latte von 0 Siegen und 48 Niederlagen, ich präzisiere, selbstverständlich 48 haushohe Niederlagen und alle durch K.O. Musst du das jedes Mal betonen? Ich rieche den Braten im Ofen. Kriegt Mami etwa wieder ein Baby, Dad? Vielleicht. Oh, ja, geile Kiste! Du bist eine Sexmaschine, Homer. Fangen wir an mit der Preisverleihung für den Schüler, der am meisten Gewicht zugelegt hat. Homer Simpson. Ja, wunderbar. Wie hast du das geschafft, Homer? Ich habe eine Zwischenmahlzeit zwischen Frühstück und Brunch entdeckt. Dann kannst du ihm einen Volltreffer in den Allerwertesten verpassen. Und wenn er dann am Boden liegt, ja, trittst du ihm in die Rippen. Ja. Dann knallst du ihm eine ins Genick. Ja. Und rennst weg, so schnell du kannst. Vielen Dank fürs Zugucken. Ja, das war jetzt ein kleines Pilotprojekt. Ich habe vor, in der Zukunft noch mehr Simpsons zu bringen, weil SpongeBob ist zwar immer noch das Allergeilste, aber es kann ja mal was anderes sein. Nicht immer nur das Gleiche. Ich hoffe, es hat euch gefallen und natürlich kommt trotzdem morgen noch Portrait by SpongeBob. Also, bis dann.